Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Spiel, was mir so ein persönliches Anliegen irgendwo ist, denn Constructor habe ich damals auf der PlayStation 1 gespielt, wenn ich mich nicht ganz stark täusche, und das war so ein Spiel, das ist so unfassbar lang her, es hat mir schon damals als noch Kind sehr viel Spaß gemacht und hat so meine Liebe für Wirtschaftssimulation irgendwo geprägt, weil es einfach einen sehr eigenen Humor hatte und sehr einzigartig ist und ich gerade sowas eigentlich schätze, wenn man nicht das tausendste SimCity rausbringt, sondern eben sowas wie ein Tropico oder eben damals Constructor. Und dementsprechend schauen wir einfach mal, wie das Spiel so im Jahr 2017 so aussieht. So, wir sind natürlich ein Human, spielen gegen Computer und machen einfach, ihr seht auch so die Grafik, das ist alles einfach nur aufgebohrt, aber eben trotzdem im Jahr 2017 angekommen. Man darf jetzt aber jetzt nichts ganz Neues erwarten und das wäre auch falsch, Finanzherrschaft. Denn Constructor will nichts Neues machen, sondern es will für sich sein. So, und jetzt schauen wir mal, ich habe es selber ja schon ewig nicht mehr gespielt. So, ich glaube, wir brauchen erstmal ein Haus. Noch keine Wohnhäuser gebaut, okay. Ressourcen. Was ist denn das? Ein Sägewerk. Wofür brauche ich denn ein Sägewerk? Hallo? Hallo? Claro. So, jetzt gehen hier meine Arbeiter dann dahin. Claro. Und hier, baut es mal auf jetzt. Der Polier macht es dementsprechend. So, schön hier mal das Gebäude hochziehen. So. Glückwunsch! Sie haben Ihr erstes Sägewerk erstellt. Um es zu füllen, bringen Sie ein Arbeitsteam ins Gebäude. Teepause. Claro. Also. Was willst du? Jetzt haben wir hier ein Sägewerk. Also die Grafik ist einfach wirklich wie früher. So, noch keine Wohnhäuser gebaut. Wo mache ich denn Wohnhäuser? Gerätefabrik. Das sind meine Angestellten. Polizeiheadquarter habe ich natürlich nicht. Der Mob, das Mafia-Büro, ist auch ein sehr wichtiges Ding. Also Sägefabrik ist schon schön am Start. Also wenigstens das Sägewerk ist produktiv. Claro. Hä? Ich muss echt gucken, wie man hier was baut. Also man sieht hier unten, da ist mein Gegenspieler schon ordentlich am Werk. Bauen. Zwei. Haha, da ist ein Heim. Was haben wir denn? Ach, wir sind ja gut am Saft. Ja, also. Dann haben wir doch hier unser erstes Haus. Hat das auch von euch vielleicht jemals früher mal gespielt oder war das immer so, wo ihr gesagt habt, nee, es war gar nicht meins und hat mich nie interessiert? Gut gemacht. Ihr erstes Wohnhaus ist fertiggestellt und bereit für die ersten Mieter. Natürlich bauen wir jetzt verschiedene Häuser. Um eine größere Auswahl zu haben, sollten Sie verschiedene. Das Arbeitsteam ist im Garten. Sollten. Gebäude steht leer. Hey, du! Assi-Mieter oder Rocker-Mieter? Ja, alles klar. Und wir sehen hier, das ist halt auch schon immer dieser Charme gewesen von dem Spiel, wie es halt schon immer ausgesehen hat. Man kann jetzt die Hausmiete auch noch erhöhen und so weiter und so fort. Claro! Halt warten. So, wie gesagt, das Einzige, was ich nur so gar nicht mehr weiß,
wie du Claro ein Ding erkaufst. Aber man merkt schon auch, es ist so ein bisschen aus der Zeit rausgefallen. Das war natürlich früher ein bisschen näher dran, auch wenn sie das dementsprechend hochbekommen haben, aber so, da hat schon der erste sein ein scheinbares Problem. Was hat er denn? Du scheinst die Arbeiter in der Fabrik 24 Stunden am Stück zu beschäftigen. Ach. Wie wäre es, mal eine kleine Pause einzulegen? So. Ach, lol. Ja, dann. Claro. Geht doch das Team mal da raus, was da drin ist. Ja, Chef. Also. So. Ja. Keine Beschwerden mehr. Siehste, keine Beschwerden mehr. Ein zufriedener Kunde. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich ein Gebäude, ein Grundstück erwerbe, dann wäre mir viel geholfen. Weil das weiß ich wirklich nicht mehr. Aha! Da, so geht das. Ich will das Große über mir. Tada! Na also! Warum nicht gleich so? Also, dann bauen wir jetzt noch hier mit einem schönen großen Garten. Was ist los? Yep. 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 Wo ist denn mein Polier? Komm mal her, Polier. Ja. Ja, also. Ja, Chef. So ist schön. So mag ich das. Claro. So, und dann bauen die das eine. Und hier nochmal das auch. Schön reingesetzt. Kann ja mal ein bisschen lurken, was da der Gegner so macht. Mit schöner Hecke und so. Aha. Oh, oh, oh. Claro. Ja. Ich kann verdammt nochmal nichts sehen. Entweder steht das Haus in Flammen oder unser Kind hat wieder angefangen, wilden Wein zu rauchen. Also wenn es da in Flammen steht, ist natürlich sehr ärgerlich. Also man kann da Mieter produzieren. Vorstellen. Jetzt hoffe ich, dass es einfach sich damit erledigt, wenn die anderen da jetzt hier eintreffen. Claro. Aber scheint noch nicht der Fall zu sein. Arbeitsteam im Haus. Was kann ich da machen? Ah, ne. Das ist falsch. Arbeiter, Mieter produzieren. Anstatt fortzu... Wo kann ich denn den Schmarrn hier löschen? Miete zur Räumung. Manuelle Hausreparatur. Ah! Claro! Geht ja. Claro! So, for rent. Natürlich brauche ich da wieder neue Mieter. Hey, du! Dann nehme ich hier die Assi-Mieter. Schön, die Assi-Mieter. Eine Gerätefabrik. Brauche ich die denn? Warum kann ich denn die Gerätefabrik hier in diese Ding da reinsetzen? Passiert nichts. Ich würde denen gerne ein schöneres Haus machen. Ich würde denen gerne... Ah, pass auf, da. Hahaha, ha, ha. Das wollte ich machen. Na also. Läuft doch. Wir wollen ja, dass die Miete hier es schön haben. So, hier gibt es noch welche. Gibt es wieder Mieter? Aber nee, da haben wir jetzt keine aktuell gerade mehr. Also beziehungsweise... Hallo. Die nächste Evolutionsstufe werden dann sozusagen durch die anderen entwickelt, kannst du sagen. Das heißt natürlich auch hier, mach mal ein schönes, ein schön. Ach ja, schön.
Zur Polizei kann ich noch nicht. Ja, hier, denen geht's eigentlich ganz gut. Ressourcen. Noch was weiteres kann ich nicht. Also von dem her machen wir einfach noch ein paar Häuschen. Fenster schon wieder. Was? Yep. Yep. Warum brennt's denn da schon wieder? Was macht der denn die ganze Zeit mit dem Haus? Yep. Das gibt's ja nicht. Was sind denn das für Assi-Mieter hier? Ja, Chef. Logisch. Ja, Chef. Logisch. Claro. So, claro. Das sind Sachen, die ich hören will. So, was ist mit dem Team? Ja. Claro. Macht hier mal den Zaun schön. Claro. Da, der andere baut hier fleißig die Straße und den Gehweg. So soll es sein. Claro, claro, claro. Fangt jetzt an? Ja. Wir machen jetzt schön. Ah, der war ja, der war. So passiert das immer im Garten. Auf einmal, zack, es steht da jemand. So, pass mal auf. Manuell heraus, Besitz im Bauen verkaufen. Zimmer renovieren. Da könnt ihr natürlich auch die Zimmer upgraden und so das Haus verbessern eben. Standardzimmeraufwertung kosten. Und zack, wird jetzt gemacht, wird verschönert. Das Zimmer werten wir auch mal auf. Jetzt kriegt ihr mal so eine kleine Einführung. Warten aufs Arbeitsteam. Die Standardküche ist jetzt auch nicht so schön. Auch die wird natürlich hochgezogen. Was willst du? Claro. Was? Erstmal ist natürlich wie immer Kohle einfach mal sensationell wichtig. Yep. Und wir sehen hier, da das Zimmer ist schon schöner, deutlich schöner. Hier auch zweitklassiges Badezimmer. Wohnzimmer ist auch schon und hier die Küche, das ist doch mal Schnieke. So, mal schauen, ob wir jetzt hier schönere, bessere Miete bekommen. Ne, kriegen wir noch nicht. Vielleicht müssen die anderen auch noch ein bisschen pimpern, um ehrlich zu sein, um dass wir das dementsprechend bekommen. Aber hier, natürlich will ich da auch einen Zaun haben. Lattenzaun. Ja, die wollen ja ein bisschen abseits hier. Ist ja klar. Claro. Hallo? So, zack. Claro. Und jetzt lassen wir den hier. Was, die mögen es immer auch nicht, wenn zu viele Leute in deren Haus sind. So, was geht denn da? Auswärter. Man kann jetzt hier Miete 1 produzieren. Und dann hier auswählen, um Miete zu zahlen, anstatt fortzupflanzen. Dann sagen wir, nee Jungs, gib ein bisschen Gas. Wir wollen ja, dass ihr Mieter macht. Also von dem her, wir dürfen, die haben die Genehmigung. Ihr wisst schon, was zu machen. Bisschen Rambazamba. So, Tier 1 Mieter. Hallo. Haben wir noch ein paar Rocker am Start. Jeder braucht gute Nachbarn. Glückliche Mieter? Was für ein Vermieter bist du? Ja, was bin ich denn für ein Vermieter? Wenn du so weitermachst, wirst du nicht bei den Freimaurern aufgenommen. Ja, ist ekelhaft. Was ich für einer wieder bin, gell? So, und wie gesagt, den machen wir auch das Haus schöner, weil nur wenn es denen besser geht, so war es zumindest damals, dann machen die auch dementsprechend gescheite bessere Mieter, sozusagen. Claro. Was willst du? Es steht und fällt einfach mit den anderen. Wer ist denn er eigentlich? Er ist gar keiner.
So, wir sehen. Schaut schon alles besser aus, aber wir wollen auch mal ansehen, wie das noch besser aussieht. Oh, das schaut ja mal aus, du. Uiuiuiui. Ach ja, da will man doch wohnen. Da will man Mieter sein. Na, wenn das nichts ist. Oh. Ja, also hier. Das ist ja mal was Ordentliches. So, jetzt könnten wir hier wieder auch Arbeiter produzieren oder wieder Mieter. Und so weiter geht es halt dementsprechend. Sagen wir auch mal den hier, wir wollen noch Mieter haben. Aktuell haben wir nämlich keine mehr, die wir einziehen lassen können. Was macht unser Ding da unten? Der hat hier schon eine weitere Fabrik gebaut. Also der ist da schon gut dabei. Aber ich muss sagen, wir brauchen uns bisher jetzt auch nicht verstecken. Und das andere Mist dann freigeschaltet. Mafia-Büro und so kommt erst im Laufe des Spiels dann weiter daher. Ja, damit würde ich aber auch sagen, haben wir diese Folge angezockt mal rum. Für mich war es so ein bisschen ein Schritt wieder zurück in die Vergangenheit. Einfach nur mal, dass ihr gesehen habt, was das so ist, was Constructor ist und natürlich auch, was mich da vielleicht damals geprägt hat. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung zu dem Spiel sagen, beziehungsweise habt ihr es vielleicht damals auch gespielt, würde mich sehr interessieren. Ansonsten viel Spaß, euer Alcaramba.